Fehlt eigentlich noch so ein ganz dünnes Flachdach, aber ich glaube, das können wir knicken. Au. Geht das? Ne. Jo. Nö. Ja, toll. So. Oh, sieht eigentlich ganz nett aus. Das Ding ist jetzt gerade nur... Ah, perfekt. Was reicht das denn jetzt hier? So. ...19 Stück sollten ausreichen. Die wollen immer noch mal anders, aber dann entscheiden sie sich um. Das ist... ...toll. Nee. So nicht. Genau. Jetzt da irgendwie... Nee. 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 So könnte es gehen. Ja, ist mal so theoretisch, wie das aussehen könnte. Ist ja Eingangsbereich. Knackt hier unten drauf. Was ist das? Ist das eine dämliche Flasche da unten? Mein Gott. Machst du hier Dinge von unfassbarer Wichtigkeit und dann stört dich deine eigene Einrichtung. Und dein Trinken. Und überhaupt Nahrung. Jetzt haben wir nochmal 12. Das wird aber wohl kaum reichen. Dann hau ich nochmal... ein paar Sticks rein. Ach komm. Holzblöcke werden wir wahrscheinlich eh nicht benutzen. Ich meine nochmal Haufen Sticks. Dann gleich einen Haufen davon. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Wir werden ja wahrscheinlich für den Weg nachher beim Felde, das wir ja neu bauen, auch nochmal einen Haufen davon brauchen von den Carpenters Blöcken. Deshalb machen wir aber ein paar mehr. Döp, 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 döp. Ja, ja, ja. Also die Carpenters-Blöcke sind hier in der Form wichtig, weil man diese Blockart, also jetzt zum Beispiel diese Slabs oder diese abgeflachten Ecken. Die abgeflachten Treppen. So. Ey. Das war ganz witzig, aber das wollte ich so nicht. Da man die... Sehr schön. Da man die so im normalen Spiel, glaube ich, gar nicht machen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit den Mods ist. Das kann... Was ist das denn? Fällt einfach runter. Er greift die Flucht. So, dann wird hier haufenweise Glas reingehauen. Damit das alles schön schick aussieht. Dann ist das quasi das, der Eingangsbereich mit kleinem Glasdach. Könnte gut aussehen. Ich gucke da mal vom Weiten. Müssen wir wahrscheinlich eh noch ein bisschen Stuff holen. Schau noch mal kurz bei dem Reis vorbei. Ja, das ist da halt ein bisschen doof.
Geht das nicht irgendwie? Geht das nicht irgendwie eleganter? Natürlich geht das, weil die einfach total überflüssig sind. Ich will auch gar nicht die da drunter weghauen. Muss man schon sehr genau Klicks machen, wenn man hier nicht alle auf einmal weghauen will. So. Dann muss ich jetzt die nochmal wieder ransetzen. Wo ist halt sie abgefallen? Da. So, spiel ruhig nicht mit, ist okay. So, es dürfte jetzt ein bisschen besser aussehen. Ja, doch. Ja, das loopt nicht mehr so davor, hervor da oben. Das kann man. Das kann man eigentlich auch abändern. Ja, jetzt komme ich hier nirgendwo rein. Machen wir das oben auch mal rund. Also abgerundet. Dafür brauche ich aber, glaube ich, noch ein paar Treppen. Ein paar Sticks haben wir auch noch. Wunderbar. 26. Ja, könne knapp werden. Schauen wir erstmal. So, wenn man hier nämlich dann. Genau. Auf der anderen Seite auch nochmal wegmacht. Dann machen wir da auch diese abgerundeten Dinger hin. Sieht, glaube ich, besser aus, als wenn das plötzlich an den Seiten einfach abflacht. So, super funktioniert. Mann, was macht ihr denn da? Nein. So, der Quatsch. Lass das. Auf. Nein. 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 Fast. So. Perfekt, rundet sich ab. Das ist sehr gut. Eieieiei, ich wollte eigentlich kein komplettes Dach so bauen, aber offenbar ist das der beklopptere Weg. Was soll das denn? Nein, 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 fast, nein, ja. Hopp, 1000 Füßler, überall, hier ist ein Nest. So, es rundet sich auch automatisch ab, wunderbar. Gucken wir mal. Oh ja, kann man, glaube ich, so machen. Wenn dann alles aus Glas ist, ist das noch viel schöner. Dann müssen wir gerade mal unsere eine neue Schaufel holen. Dann machen wir weiter. Ich würde auch gerne mal wieder auf Reisen gehen. Ist zwar erst gefühlt wenige Parts her, aber Minecraft ist ja auch ein Spiel des Entdeckens. Dafür ist es erforderlich, dass man so ein bisschen durch die Gegend schippert und ein bisschen hier guckt, ein bisschen da guckt. Also Schrimm. Diverse Fische. Nehmen wir mit. Packen wir ein. Lassen wir in der Natur. Können wir schon abgammeln. Für manche Leute ist das auch eine Delikatesse. Für mich jetzt nicht unbedingt, aber gibt ja immer so eigenartige Geschmäcker. Reis gucken. Sieht jetzt aus wie ein doofer Schornstein da oben. Naja. Oh, schnell Reis gucken, bevor es dunkel wird. Der ist auf Maturity gewachsen. Okay. Der Rest, es ist halt alles so langsam. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Hm. Ich frage mich bestimmt, warum ich so versessen auf Reis bin. Und ich muss sagen, Reis ist toll. Reis ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Grundnahrungsmittel. Also ich muss sagen, ich gebe zu, ich mag Reis lieber als Kartoffeln. Ja, für viele dürfte es verwunderlich sein, ein Deutscher, der lieber Reis ist als Kartoffeln. Das kann nicht sein. Naja,
Kleine Rassisten hier. Nein, Quatsch. Nee, ich mag es halt lieber irgendwie. Gut, wenn ich das jetzt, glaube ich, 5 Wochen essen würde, dann hätte ich da auch genug von. Aber jetzt so für den Moment. Ich wollte was tun. Ich wollte schaufeln. Wir haben noch Schaufeln. Nicht Depp, ich wollte schlafen. Schlafen, wenn wir auch oben können. Jetzt ist zu spät. Eventuell müssen wir das Ding in der Höhe noch was angleichen und wir bauen Treppen nach oben und wir gucken mal. Wir gucken. Wenn wir das auf einmal fertig machen, machen wir heute sowieso nicht. Das wird Step by Step alles schön groß gebaut. Wie gesagt, zu den Seiten raus sollte es dann auch noch so ein bisschen gehen. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Erstmal ein Dach, durch das es dann nicht mehr reinregnet. Wenn das Haus fertig ist, dann kommt die Brücke darüber. Hier kommt erstmal das neue Feld, weil wir das alte Haus abreißen. Und dann kommt die Brücke rüber. So, wie machen wir es denn hier? Ich würde sagen, da wir jetzt die Etage quasi schon fertig haben, fangen wir schon mal bei der Höhe der nächsten Etage an. Fängt ja hier an. Und sollte er eigentlich dann noch ein Stück höher sein als die aktuelle. Hey. Das war so nicht vorgesehen. 2 hochbauen, dann bleiben wir hier auf halber Höhe. Könnten wir so. Machen wir glaube ich auch so. Wird zwar ein bisschen massiv, aber ist ja nicht schlimm. Der Vorteil bei Carpentersblöcken im Bau wäre halt so, okay, ich kann meine Wohnung alle paar Wochen mal neu anpinseln. Das ist ziemlich schick. Aber sonst. Halt. So. Jetzt war ich natürlich wieder schlau, weil ich hier nirgendwo hochkomme. Ja. So. Dann ist das, glaube ich, jetzt auch schon so. Machen wir das jetzt hier einfach bis nach ganz oben und dann gehen wir zu den Seiten raus. Eventuell muss ich das alles auch ein bisschen abrunden. So eckentechnisch. Soll ja eigentlich nicht aussehen wie so ein Klotz. Dahin. So. Aber hier dann wahrscheinlich sehr gerne. Mache ich hier wahrscheinlich doch so ein abgeflachtes Dach. Einmal als Deckel da drauf. Gucken, wie wir es mit der Anbindung zu den Seiten machen. Kann ich den verändern? Nö. Das ist auch so eine Musik, die klingt. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Situation das jetzt im Spiel da, wo die her ist, vorgekommen ist. Nehmen wir so ein. Klingt ein bisschen so, wie wenn so ein Depp überlegt. Ja, so kann man das sagen. Wenn so ein Depp überlegt. Das passt jetzt. Das ist in Ordnung. Jetzt wollte ich gerade nach unten was tun. Wobei wir jetzt. Glaube ich, wir gehen mal. Ich wollte. Ach, ich weiß jetzt. Ja, das mache ich dran. Das mache ich dran. Erstmal. Sparen wir uns das Springen. Weil. Das könnte man auch. Jetzt merke ich überhaupt gerade. Gut, die Musik zu mir passt.
überlegen und dann doch wieder anders machen. Das sind auch diese Momente, wo sich dann zeigt, ist das Ganze wirklich symmetrisch geworden oder nicht. Aber offensichtlich ist es das. Das beruhigt mich sehr. Dann auch da Glas rein, aber anderes Glas. Ein bisschen modifiziert mit dem Schüssel. Das könnte gut werden. Das ist der Bau von etwas Großem. Ich weiß gar nicht, wie ging es auf F2? Das war ein Screenshot. Toll. F1. F1 war ausblenden. So. Für die Thumbnails. Okay. Das ist der Eingangsbereich. Dann geht es hier per Treppe nach oben. Da geht es ein bisschen weiter nach hinten. Dann wird nach links und rechts gebaut. Nach hinten kommt eventuell so ein Balkon. Ein etwas größerer. Vorgarten. Wobei Vorgarten bei dem Gelände ist, glaube ich, eher ein bisschen doof. Sei denn, es ist doch noch groß genug. Das habe ich jetzt nicht gründlich ausgemessen. Dann muss das ja alles weg. Vielleicht machen wir das auch ganz anders. Das soll sich ja hier eigentlich sehr gut einfügen. Und weniger so hingepappt in der Gegend stehen. So, aber was ich jetzt mache, jetzt habe ich schon wieder tausendmal so gesagt. Wir holen jetzt Sand. Dazu schauen wir uns dann gleich mal so einen schönen Felsen da aus. Nehmen wir mal den da hinten. Den tragen wir dann mal ab. Will ich natürlich praktischerweise am besten mein Bett mitnehmen. Komme ich denn da oben noch ran? Ich würde nicht drauf wetten. Habe ich noch Erde mit? Natürlich, ich habe immer Erde mit. Weil ich die Kacke nicht weglege. So. Ist der Bauarbeiterzugang. Ja. Ist nicht der Bauarbeiterzugang. Du Bett, du. Kommst mit. Hövel. Auf. Nach da. Nach da so. Wow. Ja, langsam. Den hier, den Klotz. Kann man das nicht irgendwie schneller abbauen mit einem Staubsauger oder so? Ich will ja so einen kleinen Kakteen hier wegmachen. Die wollen mich dann wieder nur umbringen, die blöden kleinen Kakteen. Ach schön. Ansonsten, was wäre noch zu erzählen? Ich möchte mich ja im Let's Play endlich von Politik und so fernhalten. Das ist immer... Ach, Mann. Da fällt nichts ein. Verdammt. Das lebt doch von Reden. Man, mir fällt doch nichts ein hier. Das ist irgendwas super Intelligentes. Reden wir über Kernspaltung. Nein. Ach doch, das wird sich in der Ferne, glaube ich, sehr gut machen. Das Dach wird dann wahrscheinlich etwas ausladen da. Es geht ein bisschen tiefer runter, als es normal wäre. Ist bei der Größe aber, glaube ich, angemessen. Irgendwas Spannendes erlebt. Nichts, was ich hier erzählen könnte. Mein Leben ist so langweilig. Also ist es jetzt nicht, aber so Dinge, die man preisgeben kann, die witzig oder merkwürdig sind, gibt es dann doch relativ wenig.